Hallo ihr da draußen, herzlich willkommen zurück zum Bausimulator 22. Ich bin wie immer der Schotti von der Test Area. Ja, und ihr, das mit dem Bohren, das lief ja nicht so gut. Ich habe jetzt in Erfahrung gebracht, dass ich hätte den Lehm oder die Erde vom Bohrer entfernen müssen und dann hätte ich noch mal etwas tiefer bohren können, dann hätte das auch geklappt. Nächstes Mal sind wir so schlau und gucken einfach mal in die Bedienungsanleitung der Maschine. Das hilft ja auch schon einiges, nicht? So. Baumaterial liefern ist jetzt der nächste Schritt. Da fahren wir natürlich nicht hin, ne? Wir sind ja hier nicht beim Euro Truck Simulator. Wir werden zum Baustoffhandel gehen und uns die Sachen liefern lassen. So. Noch was? Das war's schon. Alles klar. Dann gehen wir zur Kasse und lassen es an die Baustelle liefern. Und da hinten steht es. Aber warum da hinten? Na gut, dann steht es halt da hinten. Dann wollen wir jetzt den Autokran nehmen. Unser Schmuckstück. Und dann werden wir das an die Orte verteilen, wo es hin soll. Jeweils immer ein Teil. Ah, das sieht doch gut aus. Ja, der Hammer da, ihr seht ihn, ne? Da war ich schon dran. Habe ich schon eingesammelt. Zwei, drei Teile. Ja. Geht auf. Geht auf. Drei Stellflächen, die leuchten und drei Teile, die ausgerichtet werden sollen. So. Ja, mit dem Autokran komme ich in der Tat besser zurecht als mit dem hohen Drehturmkran. So. Das klappt ja wie am Schnürchen hier. Oh, die Lampe. Wieder eine Lampe. Ja, Lampe, Laterne, ne, ist ja alles das gleiche irgendwo. Voll kaputt gehauen. Quasi. So. Mit der Lampe ist natürlich doof, wenn du die kaputt hast auf dem Bau. Von der freien Unfallprämie. Also gibt ja Betriebe, ne? Die zahlen eine Prämie für unfallfreie Monate. Und die Prämie kriege ich auf keinen Fall. Ich muss höchstens aufpassen, dass ich meinen Job nicht verliere hier. So, jetzt müssen wir das auspacken. Schwupp. Kabelgetrommel. Leitung legen. Ach so. Das ging ja schnell. Baumaterial auspacken. Ja. Nein, der kommt da nicht hoch. Also die Erdrampe. So. Schön. Aha. Jetzt kommt Beton gießen. Na guck an. Als hätten wir es nicht geahnt.
Betonpumpe ist hier, Betonpumpe ist voll. So, ich denke mal, das ist nah genug. Wunderbar. Ich glaube, so können wir anfangen. Ich werde natürlich trotzdem den Betonmischer dran stellen. Ne? So, die Rutsche. Pass auf mit dem Baum, dass den ich auch noch umfährst, und da ist schon wieder eine Lampe. So, das passt. Laufen lassen. Pumpe und gib ihm. So läuft es doch hier. Das sieht also definitiv so aus, als wenn das hier der Sockel wäre. Ich sollte dann mal dran denken, wenn ich die nächsten Punkte habe, aber die Viskosität des Betons auskillen, das sollte ich dann bald mal machen. Nee. Du bist leer. Echt jetzt? Und warum komme ich da nicht näher ran? Ah. Ich verstehe. Naja, jetzt ist erstmal die Maschine leer. Auffüllen. Und... Ach. Wir müssen ja auch hier starten. Genau. So, Pumpe. Wieder einschalten. Und dann müssen wir hoffen. Prozent. Wir kommen da nicht richtig ran. Ne? Wir stehen zu nah. Ich müsste jetzt also in der Tat die Pumpe umstellen. Das ist ja blöd. Das ist ja sehr blöd. Ja gut, hilft nichts. Notiz an mich. Nicht so nah ranfahren. So. Pumpe.
Deckel auf. Ich weiß nicht, wie viel Zement in der Pumpe drin ist. Vielleicht reicht das ein bisschen, ja. Sind ja nur noch 3%, die fehlen. Mann, Mann, Mann. Hört sich immer auch so ein bisschen an wie ein Dinosaurier, der brüllt, ne? So, lass laufen. Oh, 100%, das hat doch gepasst. Das hat doch gepasst wie die Faust aufs Auge, der letzte Schluck quasi. So, den nehmen wir auch weg. Na? Jetzt muss ich Turmteilsegmente, 4 Stück. Ja, wo? Hier? Am Bauhof? Der Bau vereint auf dem großen Gelände Wertstoffhof, Schrottplatz und Metallwerkstatt. Hier wirst du los, was sonst keiner haben will, und bekommst spezielle Teile, die es nirgendwo anders gibt. Die liegen da jetzt wahrscheinlich rum. Ich muss die abholen. Ja, und selber verladen. Das habe ich mir gedacht. Das habe ich mir gedacht. Das ist ja nicht schlimm. Also, das ist unser Fuhrpark. Wir nehmen unsere Zugmaschine mit Kran. Und unseren Anhänger. So. Und das kombinieren wir. Die Zugmaschine hat einen ja, Bordladekran montiert, wie unsere Pritsche, ne? Nur mit dem Unterschied, dass dieser Bordladekran hier bedeutend größer ist und also so auch mehr Hublast heben kann. Deshalb hatte ich die ja gekauft, ne? Die Geschichte. So, angekoppelt. Wunderbar. Dann holen wir uns jetzt, was wir brauchen. Schnellreise. Da kann ich mal einen Schluck trinken zwischendurch. So. Vier Stück. Vier Teile. So, muss ich da irgendwie, also die Teile stehen, ne? Ja, ich muss da aber nichts. Alles klar. So, ich drücke F und fahre die Stützen aus. Und dann kann ich jetzt hier mit dem Kranbetrieb anfangen. Oh, der Kran hat aber Pfeffer. Mein lieber Scholli. Also der bewegt sich unheimlich schnell. Wollte ich damit sagen. So, ich fange mit dem hintersten. Nee, das ist doof. Hinterstes Bauteil ist blöd. Wir fangen mit dem vordersten Bauteil an. Hier. Wunderbar. Ja, so ist gut. So ist es gut. Auch so rum, dann brauche ich es nicht drehen. Na komm, heb noch mal hoch. Noch ein bisschen weiter nach vorne. So.
Jetzt steht's gut. Jetzt steht's gut. Das ist gut mit dem Kran hier, ne? Genau, mach die Teile erstmal kaputt. Da ist schon wieder, wenn der Winkel nicht stimmt, ne? So. Ausfahren. Runter. Hoch. Musste immer die Kamera mit dem Winkel nachsteuern. Immer, immer, immer. So, nächste. Oh, komm, komm, komm. Es ist genug Platz drauf. Hätte ich gar nicht so eng stellen müssen. Naja. Ist das schön, dass der Kran dabei ist. Das erspart doch eine Menge Arbeit, oder? So. Ja. Zusammenklappen. Stützen rein. Muss ich denn das ist hier abkuppeln? Sichern oder lösen? Ich denke mal, das ist schon so gesichert, ne? Naja, und dann Apikowski to the Baustella. Wupp, Schnellreise. Ich würde mal sagen, fahr mal so nah dran, wie es geht. Und ja, komm, anstatt mit dem großen, machen wir das noch mal eben mit dem kleinen. Ist ja hier nicht so weit, ne? Sehr gut. Erstes Teil. Das scheint zu klappen, wie ich es mir gedacht habe. Baum. Immer gut, dass ich den Baum gesehen habe. So, nächstes Teil. Also das ist nicht mehr liefern bis Bordsteinkante, ne? Oh Mann. Soll nicht hier hin. Sind das unterschiedliche Teile, ja? Soll hier hin? Okay. Das habe ich jetzt nicht gesehen, dass das unterschiedliche Teile aus sind, ne? Spannend. Oh. Oh oh. La Lampa. Oder auf Deutsch die Lampe.
Jetzt muss das darüber, okay. Ihr habt das nicht gesehen. Ich hab nicht den Baum. Nein. Das war so nicht. Hab den Baum nicht getroffen. Nein, nein, nein. Zack. Das ist schon ein bisschen nervig mit der Kamera, dass du da ständig die Finger von den Steuerungsknöpfen nehmen musst, um danach zu justieren, ne? Aber gut. Es ist, wie es ist. Es ist, wie es ist. Ja, wunderbar, dass wir den haben hier. Und damit würde ich sagen, reicht es auch für heute hier. Ach, das muss jetzt darüber gehoben werden. Na, das machen wir nächstes Mal mit dem Großen. Ihr Lieben, vielen lieben Dank wieder fürs Zuschauen, Mitmachen und dabei sein. Ich freue mich schon wieder auf eure Kommentare, gerne auch auf Discord. Den Link zum Discord Community Server findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Das unterstützt meinen Kanal. Abonnieren nicht vergessen und die Glocke aktivieren auf alle Nachrichten, damit ihr keine neuen Veröffentlichungen auf meinem Kanal mehr verpasst. Ich war, bin und bleibt der Schotti von der Test Area und bin damit für heute raus. Passt gut auf euch auf, bleibt mir gewogen und was in der heutigen Zeit das Wichtigste ist, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao, ciao.